Alle Wege führen zum Krimi, oder um es ein bisschen literarischer auszudrücken, Raymond Chandler, ja ohne Frage der wohl bedeutendste Kriminalschriftsteller unserer Zeit, unseres Jahrhunderts, hat es mal so formuliert: Es mögen Damen und Herren sein, es mag Damen und Herren geben, die keine Krimis mögen. Dann will ich Ihnen einen Narren zeigen, einen klugen Narren vielleicht, aber immerhin einen Narren. Ich freue mich, dass ich heute zu diesem Vergnügen und mit Begeisterung auch ein Narr zu sein, freue ich mich, zwei ganz besonders prominente Gäste bei mir zu haben. Birgit Schanzen vom Hamburger Journal als Moderatorin, natürlich unseren Zuschauern ein Begriff und ein gern gesehener Gast zu Hause, und natürlich mit dem Hamburger Michel, einer ganz eigenen Produktion, auch von großem Beliebtheits, kann man sagen, Beliebtheitsindex. Einschaltquoten sind ja wichtig, auch beim NDR inzwischen. Und hier haben wir Uli Wickert, da übrigens sich sowieso jeder Kommentar, der Anchorman, der Tagesthemen. Und ich habe mir vorhin, als wir uns begrüßten, sagen lassen, ihr habt natürlich eine bestimmte Beziehung zum Krimi. Birgit, wie ist es bei Ihnen? Sie also, haben da ich habe ein ganz schlichtes Verhältnis zum Krimi. Das ist so schön, ja. Immer wenn es grausam wird, brauche ich eine ganz breite Schulter. Aha, ja, Moment mal, wie ist denn das? Also, das heißt der Fernsehkrimi, ne? Dann gibt es ja auch welche, die man umschlagen kann, also lesen. Lesen Sie gerne Krimis? Ganz selten, um nicht zu sagen, sozusagen kaum. Also höchstens die Dienstanweisung des Norddeutschen Rundfunks, aber das ist wieder ein anderes aber Kapitel. Die ist nicht ergangen vor dieser Sendung. Und Uli, Sie sind ein richtiger Kenner. Ich bin ein ganz großer Fan des Krimis. Raymond Chandler, den Sie gerade eben zitiert haben, ist für mich der Größte. Und ich kann den immer wieder lesen. Mhm. Also ich bin auf einer Reise und dann suche ich was zum Lesen und dann nehme ich natürlich Chandler. Deswegen habe ich Chandler in allen Sprachen, wollte ich schon fast sagen, die ich lesen kann und in allen Ausgaben, weil ich immer wieder sage, ach, vielleicht liest du den dann doch nochmal. Und wer war Ihr ausgesprochener Favorite bei den Verfilmungen als Filmalo? Ich darf mal voraussetzen, meine Damen und Herren, wenn Chandler, wird für die meisten von Ihnen natürlich die Figur des Film Marlowe ein Begriff sein. Humphrey Bogart natürlich. Humphrey Bogart, ja. Humphrey Bogart. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wir haben ja heute eine Geschichte, die aus Frankreich kommt. Also das Drehbuch kommt aus Frankreich. Die Produktion ist hier in unserem Haus entstanden. Die Franzosen haben eine große Tradition als Kriminalschriftsteller. Und ich komme da jetzt in diesem Zusammenhang mit Bogart. Wir haben ja die Simenon-Verfilmungen gesehen. Und das war damals ja der unvergessene Jean Gabin im Original. Und das haben so viele versucht, und mit Respekt vor den Leistungen der Kollegen, das hat nie einer geschafft. Ja, und Simenon ist natürlich schön, weil er so subtil zeigt, wie die Franzosen sind, wie sie leben. Das ist etwas ganz anderes als Chandler, aber es ist auch schön. Ich freue mich nun, dass gerade Sie heute, Uli, als ein Kenner der französischen, der Pariser Atmosphäre, eine französische Geschichte sehen. Und wie sieht es bei Ihnen aus, Birgit, mit Paris? Bisschen hineingeschnuppert. Ich war ewig nicht da. Aber Sie waren da und Sie kennen es. Ja. Ich glaube aber, das ist nicht die Voraussetzung, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Ich denke also, wir unterhalten uns, wenn das schreckliche Geschehen vorbei ist. Also auf, lasst uns den Täter jagen. Dem los. Der trainiert für Olympia. Gott sei Dank, dass ich euch treffe. Sie müssen meinem Chef helfen. Was? Monsieur Gilbert. Gilbert de Neville. Hengstdarm ihn gefesselt.
Langsam, langsam. Was ist denn das für eine Geschichte? Gangster haben uns vorhin überfallen und den Kassenschrank ausgeraubt. Mich haben sie mitgenommen, aber dann wieder losgelassen. Aber meinen Chef haben sie gefesselt. Kommen Sie, wir müssen ihm helfen. So? Wo ist er denn? Na, im Keller. Im Keller? In was für einem Keller? In unserer Weinhalle. Steigen Sie ein. Hier lang. Was ist mit dem Chef? Mit dem Chef? Was soll mit ihm sein? Hey, was soll mit ihm sein? Monsieur Gilbert! Monsieur Gilbert! Willkommen! Monsieur Gilbert! Warum haben Sie nicht gleich gesagt, dass er tot ist? Aber er war doch noch nicht tot, als wir wegfuhren. Er war nicht tot. Keine sichtbaren Verletzungen. Vielleicht war es... Vielleicht was? Vielleicht war es die Aufregung. Oder vielleicht. Erzählen Sie das alles dem Kommissar. Wo ist Ihr Telefon? Im Büro am Keller. Was machen wir jetzt? Und das ist alles Sache der Kripo. Hier kommt keiner rein. Ich weiß genau, dass er noch lebte. Vor meinen Augen haben die Gangster ihn gefesselt. Dann sind wir weggefahren und da lebt er noch. Dafür lasse ich mich köpfen. Mag sein, aber das geht mich alles nichts an. Was soll ich machen? Nehmen Sie ab. Hallo? Ja, hier ist die Firma Denevie und Benoit. Nein, nein, nein. Hier ist Emile am Apparat. Emile Rougeon, der Kellermeister. Ja, das heißt, Monsieur Denevie, er wird verlangt. Wer? Der Tote? Ja, was soll ich antworten? Soll später wieder anrufen. Hallo, Sie möchten später noch einmal anrufen, ja? Odeon 1391. Der Regenschirm. Was für ein Schirm? Dieser Regenschirm. Was ist damit? Er war noch nicht da, als die Gangster mich herausschleifen. Ich lasse mich köpfen. Er war noch nicht da. Fassen Sie ihn nicht an. Wollen Sie mir unbedingt Schwierigkeiten machen? Nein. Odeon 1391. Rufen Sie das Kommissariat an. Der Mann war noch nicht alt. Noch keine 40. Mir tut nur die arme Frau leid. Hallo? Mit zwei kleinen Kindern. Sie vergessen Ihre Papiere. Danke. Das ist einer von der Kripo. Haben die schon was raus? Das sagen Sie ja nicht. Bis jetzt steht nur fest, dass Sie die Gangster erdrosselt haben. Was für Gangster? Zwei Kerle. Sie sind um 23:15 gekommen und haben den Chef gezwungen, den Geldschrank zu öffnen. Haben zusammengerafft, was drin war. Was will? Ganz schön. 40 bis 50.000. Und Monsieur Denevie? Den hat man gefesselt auf dem Stuhl im Keller. Und jemand hat das ausgenutzt und hat ihn erwürgt. Das muss ein schöner Feigling gewesen sein. Das kann man wohl sagen. Ach, das war kein Mann. Als ob es keine Feiglinge unter den Männern gäbe. Sie kennen wohl meinen nicht. Monsieur Bricot? Ja? Und Monsieur Lapin? Ja, das bin ich. Gehen Sie auch hierher? Nein, nein. Wir arbeiten in dem Keller nebenan. Dann gehen Sie auch bitte wieder dahin, ja? Und Sie? Der Herr ist ein Kunde.
bin nur wegen einer Bestellung hier. Oh, das hat Zeit bis morgen. Also, wer von Ihnen war als Erster hier? Das war ich. Um wie viel Uhr? Na ja, muss so gegen zwei gewesen sein. Und Sie sind nicht in den Keller gegangen? Nee. Warum nicht? Warum sollte ich? Na, das weiß ich doch nicht, darum frage ich Sie ja. Und Sie? Ja, ich bin in dem Augenblick gekommen, als die Polente kam. So war es doch, nicht wahr? Ja, kam 10 Minuten nach mir. Das heißt also, wer nach zwei hier raus wollte, muss dann Ihnen vorbei? Ja, wer noch nicht hinten raus ist. Wieso, gibt's da noch eine Tür? Ja, die Tür hinten im Keller. Davon hat mir ja der Kellermeister gar nichts gesagt. Eigentlich existiert sie auch gar nicht. Sie ist immer verschlossen. Na gut, ich werde sie mir trotzdem mal ansehen. Geben Sie mal einen Schlüssel. Da gibt's keinen Schlüssel. Die Tür ist verriegelt. Sie ist offen. So. Nicht anfassen. Was ist das? Der Unterirdische. Ein Gang, der die Halle in ihrer ganzen Breite durchquert. Wahrscheinlich ist der Mörder hier rausgegangen. Ja, vielleicht ist er auch hier reingekommen. Nein, nein, das ging ja nicht. Der Riegel schließt ja von innen. Wieso ging das nicht? Vielleicht war er so clever und hat die Tür vorher aufgemacht. Castell! Wo sind Sie denn? Hier, Herr Kommissar. Sind Sie fertig? Ja, ich packe gerade zusammen. Na, dann können Sie gleich wieder auspacken. Sichern Sie nebenan an der ETA für die Fingerabdrücke und nehmen Sie von den Leuten hier im Haus die Vergleichsabdrücke. Wird gemacht. Kommen Sie. Na, was ist denn? Ich muss immer wieder hingucken. Ich kann das Bild nicht vergessen, wie er gefunden wurde. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für mich bedeutet. Ich kannte ihn schon, als er noch so klein war. Den Monsieur Gilbert. Ach, sind Sie schon lange hier in der Firma? Bald 30 Jahre. Ich habe ihn groß werden sehen. Ich habe ihn in den Beruf eingeführt. Und dann sowas, das geht einem schon nah, das können Sie mir glauben. Ja, sicher. Ich möchte bloß wissen, was aus der Firma werden soll. Ich denke, er hat einen Teilhaber. Ja, Monsieur Benoit. Aber er ist alt und krank. Er wohnt nicht hier. Er wird bestimmt den Laden verkaufen. Und ich kann in Pension gehen. Naja. GL. Keine Ahnung. Und Sie? Tja. Was? Meine Frau zum Beispiel. Deine Frau? Ja, Germaine Larpin. Nein, nein, es muss ein Mann sein. Einer der Kunden vielleicht? Nein. Nein, ich kenne keinen GL. Und du, Rosan, GL, sagt dir das was? GL? Wieso GL? Was soll das heißen? Ja, auf dem Regenschirm sind die Initialen. Kennen wir nicht. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Sind Sie sicher, dass der Schirm nicht hier war, als Sie mit den Gangstern hier vorbeikamen? Ganz sicher. Dafür lasse ich mich köpfen. Und das wollen Sie genau beobachtet haben. Bei dem Tempo und bei der Aufregung. Es geht doch alles sehr schnell, oder nicht? Natürlich. Außerdem muss jemand später im Büro gewesen sein. Die Gangster haben nämlich meinen Hund eingeschlossen, damit er uns nicht nachläuft. Und als ich später zurückkam, da war er nicht mehr da. Also muss ihm jemand die Tür aufgemacht haben. Ich danke Ihnen, Sie können gehen. Ich lasse den Schirm auf jeden Fall ins Labor bringen, wegen der Fingerabdrücke. Also, Monsieur Rougeant, ich möchte noch mal auf den Überfall zurückkommen. Ich möchte bloß wissen, was aus ihm geworden ist. Aus wem? Aus meinem Hund. Tja, also. Nach Ihrer Aussage hat sich die Sache etwa um 23:45 abgespielt. Länger als 5 Minuten hat es nicht gedauert. Dann haben die beiden Männer Sie in Ihren Wagen geschleppt. Die Nummer, ja, die Nummer konnten Sie leider nicht feststellen. In der Aufregung. Ich habe wirklich nicht daran gedacht. Also sind Sie ungefähr 23:40 hier abgefahren? Ja, ungefähr. Und im Bois de Vincennes hat man Sie laufen lassen? Ja. Wie wollen Sie mir dann erklären, dass die Polizei Sie erst nachmittags um 2 Uhr aufgegabelt hat? Sie haben mich getroffen. Unmittelbar nachdem ich freigelassen wurde. Von hier bis zum Bois de Vincennes ist es nicht länger als eine Viertelstunde. Höchstens 20 Minuten.
Die Verbrecher sind ja auch nicht direkt hingefahren. Sondern? Sie sind ziellos in der Gegend herumgefahren. Ach, anderthalb Stunden lang? Ja. Ich habe auch nicht auf die Uhr gesehen. Plötzlich hat der Kleine, der eine, den ich ihm beschrieben habe, mit der Narbe unter dem Auge, der hat bestimmt, dass ich rausgesetzt werden sollte. Sagen Sie? Ja? Monsieur Denevy, hat um eins jemand erwartet? Davon weiß ich nicht. Wieso? Na, schau dir das an. 13 Uhr, Malavial. Kennen Sie den Namen? Malavial? Ja. Das ist der Inspektor. Was für ein Inspektor? Vom Finanzamt für indirekte Steuern. Allerdings, ich hatte eine Verabredung mit Monsieur Denevy. Um 13 Uhr? Ja, ich esse nämlich nicht zu Mittag. Ich esse reichlich zu Abend, aber mittags nichts. Sind Sie da gewesen? Wo? Na, zur Verabredung. Ich habe auf ihn gewartet, aber er ist nicht gekommen. Ach, er sollte kommen. Ja, natürlich, in mein Büro. Ah, natürlich. Gewiss, das hätte ich mir denken können. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie belästigt habe. Nicht der Rede wert. Übrigens. Ja? Vielleicht war unsere Begegnung doch nicht so ganz umsonst. Warum? Den Termin haben Monsieur Denevy und ich vor genau einer Woche ausgemacht. Und genau heute wollte er mir etwas mitteilen, was für ihn unter Umständen verhängnisvoll hätte werden können. Ach so? Ja. Pass da auf, Chef. Trottel. Wir gehen schon. Also das war so. Am letzten Montag haben wir während einer Kontrolle bei Denevy festgestellt, dass mehrere Kisten Whisky fehlten. Und zwar 10 insgesamt. Monsieur Denevy war natürlich ganz schön außer sich. Das können Sie sich ja wohl vorstellen. Na, und wer hat sie gestohlen, wenn sie gestohlen wurden? Denevy war sicher, dass es nur einer seiner Angestellten sein konnte. Na, lohnt sich denn das? 10 Kisten Whisky? Kleine Gegenfrage, Herr Kommissar. Kennen Sie unsere komplizierte Alkoholsteuergesetzgebung? Ich würde Ihnen raten, sich mal damit zu befassen. Wirklich. Es lohnt sich in jedem Fall, das kann ich Ihnen versichern. Hey, hier ist man ja seines Lebens nicht mehr sicher. Aber welchen seiner Angestellten er im Verdacht hatte, dass... Darüber wollte er heute Mittag mit mir sprechen. Tja, er hatte sich eine Woche Zeit erbeten. Er wollte den Schuldigen selber finden. Und dabei... Er hat den Dieb gefunden. Der wiederum fand seinen Chef gefesselt im Keller, wehrlos. Und er benutzt die Gelegenheit, um ihn stumm zu machen. Ja, so könnte es gewesen sein. Also, ich halte mich da raus. Das dürfte Ihr Ressort sein, Herr Kollege. Und ich beneide Sie nicht darum. Wollten Sie gerade gehen? Ja, Feierabend. Schön. Aber ich noch nicht. Ich möchte gerne ein bisschen mit Ihnen plaudern. Fangen wir mal bei Ihnen an. Sie sind... Monsieur Bricou, nicht wahr? Nee, Lappe. Ja, richtig. Sie sind doch der, der als Erster um 2 Uhr gekommen ist. Ja. Zunächst einmal, wie kommt es, dass Sie erst um 2 Uhr hier waren? Die Mittagspause ist doch von 12 bis 13:30. Um 10 vor 12 hat mich Rougeon in die Druckerei geschickt. Nach Etiketts für ein Beaujolais. Das hat mich eine halbe Stunde gekostet. Und die habe ich dann drangehängt. Stimmt das? Monsieur Denevy hatte mich beauftragt, ihn zu schicken. Übrigens war ich ganz umsonst da. Die Etikette soll erst morgen fertig sein. Und was haben Sie dann gemacht? Bin ich nach Hause gegangen, essen. Und da bin ich wieder hergekommen. Aha. Aber hier im Keller waren Sie nicht. Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Ich war draußen, hab meine Flaschen gewaschen. Gut, gut. Und Sie? Bei mir war es eigentlich genauso. Rougeon hat mich auch um 10 vor 12 losgeschickt. Was? Sie auch? Monsieur Denevy wollte, dass er in eine Eisenhandlung geht. Er sollte Schlagstempel holen, um die Fässer zu markieren. Und wie lange haben Sie dazu gebraucht? Ich weiß nicht genau. Eine halbe Stunde? Aber es war für die Katz. Das Geschäft hat montags geschlossen. Wussten Sie das nicht? Ich? Am Montag sind doch hier die meisten Geschäfte geschlossen. Oder? Ich hatte nur die Anordnung weiterzugeben. Monsieur Denevy sagte zu mir, ich soll ihn wegschicken. Also habe ich ihn geschickt. Tja. Leider ist er nicht mehr hier, um das zu bestätigen. Was? Nun? Ich habe die Leute in der ganzen Gegend gefragt, aber keiner hat den Wagen gesehen. So. Das ist doch sonderbar, nicht?
Aber bei Blanchon haben Sie sicher nicht nachgefragt. Bei Blanchon? Das ist unten an der Rampe de la Gironde. Warum? Als die Gangster mich in den Wagen steigen ließen, stand der Lastwagen von Blanchon gerade gegenüber. Die Lieferanten hätten das bestimmt sehen müssen. Was? Viertel nach zwölf? Ja, und da drüben. Sollte mich wundern, aber wir wollen Sie fragen. Sag mal, Leute, stimmt es, dass ihr Frau Dennevy gehalten habt, bevor eure Tour anfing? Wann denn? Heute Mittag. Nein, wir haben nicht gehalten. Wir sind nicht mal da vorbeigekommen. Ganz sicher? Ganz sicher. Trotzdem glaube ich, es war der LKW von Blanchon. Oder er muss einer anderen Firma gehört haben. Welcher? Ich weiß nicht. Ich sage Ihnen doch, ich war überzeugt, es ist der Wagen von Blanchon. Was wollen Sie von mir? Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Ich hatte andere Sorgen, als ich in den Wagen stieg. Was war das noch für einer? Ein Peugeot 403. Ein 403? Ja. War es nicht vielleicht ein 404? Nein. Vielleicht doch. So genau habe ich auch nicht aufgepasst. Also doch. Auf jeden Fall war er hell. Grau? Ja. Grau oder beige? Ich... Ja, Sie sind nicht mehr sicher. Wenn Sie mich so fragen, bin ich ganz verwirrt. Genauso ist es mit den beiden Gangstern, mit der Beschreibung, die Sie uns von Ihnen gegeben haben. Das sind Sie auch nicht mehr ganz sicher, hm? Oh doch, ich hatte ja genug Zeit, um Sie anzusehen. Der Größere hatte eine Narbe, oder? Nein, der Kleinere. Wo? Unter dem Auge. Rechts oder links? Rechts. Vorhin haben Sie gesagt, links. Naja, oder links. Ja. Verstehen Sie mich doch. Ich saß im Wagen vorne und der hinten. Ich sah ihn nur im Rückspiegel. Und schließlich kann man sich doch irren. Aber mit der Narbe, die war da. Dafür lasse ich mich köpfen. Und der Geldschrank? Was ist mit dem Geldschrank? Ach ja, dafür lassen Sie sich auch köpfen, dass da 50.000 drin waren. Naja, 40 oder 50.000. Ja. Woher wissen Sie das? So viel Geld war jeden Abend hier. Ja, am Abend vielleicht, aber Montagmittag. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie morgen schon so viel Geld eingenommen haben. Nein, aber... Aber was? Freitagabend, als der Kassierer der Bank vorbeikam, da war Monsieur Gilbert schon weg. Deswegen ist das Geld hier geblieben. Wie sich das trifft? Das können wir auf jeden Fall nachprüfen. Alles Übrige können Sie auch nachprüfen. Immerhin eine Menge ärgerlicher Zufälle. Ärgerlich für Sie, finden Sie nicht? Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Stelle. Und der Wagen kam aus der Halle? Höchstwahrscheinlich. Wieso? Ich denke, Sie haben ihn gesehen. Ja, also gesehen habe ich ihn erst auf dem Place Jussieu. Der Kerl hat einen kleinen Hund überfahren. So einen süßen kleinen Cocker Spaniel. Der Wagen muss von hier gekommen sein. Und da drüben, sehen Sie genau an der Ecke, an der Place Jussieu, da parkte ein Simca. Den hat der Wagen von hinten geschrammt. Saßen mehrere Leute drin? Tja, also das habe ich leider nicht mitgekriegt. Ich konnte mir mit Mühe und Not die Nummer merken. Der Kerl ist abgehauen wie der Teufel. Ich habe mich dann erst einmal um den Cocker gekümmert. Er ist wahrscheinlich ausgerissen. Ja, er hatte sogar noch seine Leine um den Hals. Ja, also ich habe den kleinen Burschen zum Tierarzt gebracht. Ich konnte doch nicht so einfach auf der Straße liegen lassen. Wann ist das passiert? Um 12:45. Moment, ich habe jetzt eine sehr wichtige Verabredung. Moment mal. Was haben Sie gesagt? Wann ist das passiert? 12:45. Nicht früher? Nein, bestimmt nicht. Übrigens haben Sie auch eine andere gesehen. Vielleicht fragen Sie die mal, die werden Sie Ihnen sicher bestätigen. Ah, schon gut. Es war wohl doch nicht der Wagen, den ich suchte. Aber die Nummer geben Sie mir noch, für alle Fälle. Man kann ja nie wissen. Oh, Herr Kommissar, da haben Sie recht. Wer so abhaut, der hat bestimmt einen im Sinn. Menü Bonaparte, hors d'oeuvre, Beluga Malosol Kaviar-Ei, Straßburger Gänseleber-Parfait, klare Schildkrötensuppe, Seezungen, Filet Valesca, Lammrücken Provençal. Da haben wir ja noch ganz schön zu tun bis heute Abend. Monsieur, das Restaurant ist noch nicht geöffnet. Ja, ich weiß. Ich möchte Monsieur Gaillon sprechen.
Meinen Mann? Sie sind Vertreter? Tja, der Kriminalpolizei. Ist er da? Ja. Martial? Ja, was gibt's denn? Komm bitte mal her. Was ist denn? Oh, wir haben uns doch schon gesehen. Na, das erspart uns die Vorstellung. Also, ein Peugeot 404, amtliches Kennzeichen, 2675, NP75. Da sind Sie doch nicht. Ja, warum? Na, hören Sie mal. Sie rempeln andere Wagen an, überfahren Hunde und begehen Fahrerflucht. Was? Was tue ich? Dann machen wir es kurz. Man hat Sie gesehen. Wann? 5:45. Heute? Ja. Echt gehabt. Heute war ich nämlich mit dem Lieferwagen des Restaurants unterwegs. Wie Sie meinen, aber Ihren 404 hat man gesehen. Wie erklären Sie sich das? Vielleicht wäre es besser, wenn du die Erklärung gibst. Meine Frau hatte heute den Wagen. Ach so, wirklich? Na, wenn es so ist, Madame, ich höre. Warum haben Sie nach dem Zusammenstoß nicht angehalten? Na, antworte schon. Ich bin dir gefolgt. Du gibst es also zu. Ja, als du weggefahren warst, da dachte ich, du würdest wieder zu dem Mädchen gehen. Das hat mich verrückt gemacht. Ich wollte es endlich wissen. Ich bitte dich um Verzeihung. Es genügt also nicht, dass du mir nachspionierst. Du demolierst auch noch meinen Wagen. Ich konnte nichts dafür. Nun mal eins nach dem anderen. Wie ist das eigentlich passiert? Ich bin hinter meinem Mann hergefahren und plötzlich ist er rechts abgebogen in die Weinhallen. Ach so? Ich war darauf nicht gefasst. Den Hund habe ich zu spät gesehen. Ich habe noch versucht auszuweichen und dabei habe ich den Wagen geschrammt. Das ist alles ganz interessant. Das kommt davon, wenn man Frauen an das Steuerrad lässt, nicht? Die Sachen mit der Versicherung regle ich natürlich. Ja, das sollten Sie tun. Ich danke Ihnen, Madame. Das ist alles, was ich wissen wollte. Was ist übrigens mit Denneby? Gibt es was Neues? Im Augenblick nichts. Ja, springen Sie natürlich hinaus. Übrigens, was hatten Sie in den Weinhallen zu tun? Ich? Ja. Unter uns Männern. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit einem hübschen Mädchen verabredet. Aber Ihre Frau verfolgt Sie. Was würden Sie tun? Ich habe mir diese Frage noch nicht gestellt. Ich hatte natürlich längst bemerkt, dass Sie mich verfolgen. Darum bin ich in die Halle gefahren, um Sie abzuhängen. Ja, das ist einleuchtend. Ganz einfach. Man muss nur drauf kommen. Tatsächlich. Darauf muss man kommen. Jeanette! Verzeihung. Ich bitte dich um Verzeihung, wenn ich diesen Quatsch schon höre, mir nachzuspionieren. Ich habe dich gewarnt. Aber jetzt reicht's mir. Ich habe dich satt bis hierher. Ja, gut so. Ich kann dich nicht rauswerfen. Und das tut mir leid. Aber im Übrigen, Sense! Kapiert? Mit mir brauchst du nicht mehr zu rechnen. Na, wirst du schon merken. Herein. Gaston Uriek. Guten Abend, Monsieur. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie noch so spät hierher gebeten habe. Sie verstehen, ein Kriminalist muss nicht nur nach Indizien suchen. Das Motiv ist wichtig. Und wer könnte einem dabei besser helfen als die nächsten Angehörigen? Ich hoffe, dass Sie mir nicht böse sind. Wenn Sie es für unerlässlich halten, stehe ich Ihnen natürlich zur Verfügung. Aber Sie werden verstehen, dass ich unter den gegebenen Umständen lieber dort wäre, wo jetzt mein Platz ist. Bei meinen Töchtern und bei meinen Enkeln. Selbstverständlich, aber bitte beruhigen Sie sich. Es wird nicht lange dauern. Also, ich nehme an, dass Sie über die etwas sonderbaren Umstände, unter denen dieser Mord stattgefunden hat,
im Bilde sind. Ja, meine Tochter Denise ist, sie war die Frau von Gilbert, ich meine von Monsieur Denevie. Sie hat mich kurz unterrichtet. Eine Einzelheit hat mich dabei etwas verwirrt. Um wie viel Uhr ist dieser Überfall passiert? Gegen 11:45. Ja, 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 das hat sie mir auch gesagt. Warum? Zu denken, dass eine Viertelstunde früher. Aber hätte ich etwas tun können? Was meinen Sie? Ach, ich bin beim Büro meines Schwiegersohns um 12:30 vorbeigekommen. Ach. Ja, ich hatte mit meinem Schwiegersohn etwas zu besprechen und... Und haben Sie im Vorraum niemand gesehen? Ich meine, keinen Angestellten? Bitte. Nein, nein, absolut niemanden. Ich hatte sogar am Kellereingang gerufen, aber ohne Antwort. Ich hatte natürlich keine Ahnung. Ja, natürlich. Vom Eingang aus konnten Sie noch nichts sehen. Sie sind dann gleich wieder weggegangen? Nicht gleich, nein. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Ich hatte seinen Mantel im Büro bemerkt und deshalb dachte ich, er käme gleich zurück. Also habe ich gewartet. Lange? Etwa 10 Minuten. Als er da nicht kam, bin ich schließlich wieder gegangen. Ich habe dabei noch meinen Regenschirm vergessen. Sie müssen ihn gefunden haben. Ach, das war Ihr Schirm. Ja, natürlich, GL. Sie heißen... Gaston Lurieck. Gaston Lurieck. Und ich freue mich, dass sich gerade dieser Punkt so harmlos aufgeklärt hat. Wir werden Ihnen den Schirm morgen zustellen. Aber zurück zur Sache. Haben Sie irgendeinen Verdacht, Monsieur Lurieck? Ja, also mein Schwiegersohn war nicht ganz einfach. Er hatte Feinde, vor allen Dingen auch unter seinen Angestellten. Und ich könnte mir vorstellen, also ich bin natürlich absoluter Laie, dass ihn einer dort gefunden hat und die Gelegenheit benutzte, um sich zu rächen. Das ist ja alles so entsetzlich. Ja, ich kann mich in Ihre Lage versetzen. Ja, das Schicksal schlägt uns hart. Aber man muss diese Prüfungen ertragen. Tja, gewiss. Ich will Sie jetzt nicht länger aufhalten. Darf ich Sie im Wagen zu Ihren Kindern bringen lassen? Danke. Ich nehme mir ein Taxi. Wiedersehen, Monsieur. Monsieur Lurieck. Ja? Noch eine Kleinigkeit. Haben Sie bemerkt, ob im Büro ein Hund war? Ein Hund? Ja, von Monsieur Rogent, ein Cocker. Nein, ich glaube nicht. Dankeschön. Mireux? Ja. Weißt du die Telefonnummer von Benoît? Benoît? Ja, dem Teilhaber von Denevie. Ja, warte mal. 947 in Saint-Martin. Danke. Gut, dass Sie da sind. Es handelt sich um den Kranz. Ach so. Ich nehme an, dass Sie sich daran beteiligen wollen. Naja, ja, natürlich. Na gut, dann übernehme ich das. Ich kenne einen Blumenladen, der nicht teuer ist und der mir Sonderpreise macht. Was gibt man da? Das müssen Sie schon selber wissen. Das hängt von Ihrem Geldbeutel ab und, naja, eben davon, was Ihnen Monsieur Gilbert wert war. Wie viel gibst du ihm? Ich weiß nicht, und du? Ich weiß auch nicht. Und Sie, wie viel geben Sie? Das ist für meine persönliche Angelegenheit. Ja, was meinst du? Und Rogent, was gibt der? Ich sagte schon, es ist die persönliche Angelegenheit jedes Einzelnen. Allerdings, wenn Sie es genau wissen wollen, Monsieur Rogent war sehr großzügig. Was soll die schöne Gäste kosten? Hören Sie zu. Überlegen Sie sich's und kommen Sie dann wieder. Gut, überlegen Sie uns noch mal. Guten Tag, Herr Kommissar. Sie gehen doch nicht meinetwegen? Nein, nein. Wir wollten gerade was besprechen. Kommissar Bernard, wollen Sie auch schon gehen? Allerdings. Na ja, das muss wohl an mir liegen. Ich bin Madame Gruyas, die Sekretärin von Monsieur Denevie. Ah ja? Sie waren gestern nicht hier? Nein. Monsieur Denevie hatte mir freigegeben. Na gut, wir werden später miteinander sprechen. Ist Monsieur Rogent da? Er muss im Keller sein. Gut, danke. Sagen Sie, es war doch Monsieur Denevie persönlich, der ihn freigegeben hat. Ja, natürlich. Das heißt, ich hatte um einen freien Tag in der Woche gebeten.
Und am Freitagabend hat er mir durch Rougen sagen lassen, ich könnte den Montag nehmen. Aha. Also hat Rougen Ihnen... Ja. Gut. Monsieur Rougen, sind Sie da? Guten Morgen, Herr Kommissar. Morgen. Was machen Sie denn da? Sie sehen doch. Ich repariere meine Schürze, das ist der Gürtel. So. Ich habe ihn zerrissen. Was denn, gerade jetzt? Ja. Ich glaube, den werde ich behalten. Warum? Meine Kollegen vom Erkennungsdienst behaupten, Ihr Chef sei mit einem Lederriemen zwischen 10, 12 Millimetern erwürgt worden. Das hier sieht dem Ding verteufelt ähnlich, finden Sie nicht? Aber das ist doch gar nicht verwunderlich. Hier liegen überall solche Stücke herum. Unser Labor wird uns genau sagen, was mit diesem Riemen los ist. Wissen Sie, Monsieur Rougen, das sind sehr tüchtige Leute in unserem Labor. Es genügt ein Lederstäubchen auf der Haut des Opfers, um zu wissen, dieser Riemen ist die Mordwaffe. Ist ja wirklich allerhand. Ja. Und nun wollen wir noch mal kurz, aber herzlich miteinander sprechen, vorausgesetzt, Sie sagen die Wahrheit. Also, um 12.20 Uhr sind Sie mit den beiden Männern in einem 403, der auch ein 404 gewesen sein kann, von hier abgefahren. Leider hat das niemand gesehen. Ja, leider. Ja, wenn das stimmt, dann war es ein sehr raffinierter Mörder. Er hat nämlich für seine Tat noch keine 10 Minuten gebraucht. So? Wir wissen nämlich genau, dass Monsieur Lyriec um 12:30 gekommen ist. Das hat er uns selbst gesagt. Und in diesem Augenblick war Monsieur Denevie bereits tot. Hat er ihn gesehen? Nein, aber er hat am Kellereingang gerufen, genau wie ich eben gerufen habe. Und wenn Denevie noch gelebt hätte, dann hätte er uns sicherlich geantwortet, nicht wahr? Aber das konnte er doch gar nicht. Die Gangster haben ihn doch geknebelt. Was? Mit einem Taschentuch. Aber was soll ich sagen? Ich lass mich köpfen. Ja, ja, das sagten Sie bereits. Aber wie kommt es, dass er nicht mehr geknebelt war, als man ihn fand? Das weiß ich nicht. Vielleicht hat ihm der Mörder den Knebel abgenommen. Ja, sicherlich wollte er mit seinem Opfer noch ein bisschen plaudern, bevor er es erwürgte. Nein, Monsieur Rougen, jetzt legen wir die Karten auf den Tisch. Ihre Gangstergeschichte glaube ich nicht mehr. Aber... Alles, was wir haben, ist Ihre Aussage. Sie hört sich nicht schlecht an, aber man kann es auch anders sehen. Zum Beispiel so. Sie haben Ihre Kollegen ans Ende der Welt geschickt. Sie haben der Sekretärin einen Tag freigegeben. Nein, ich habe es nur ausgerichtet. Monsieur Gilbert. Ja, gut. Bringen Sie mir als Zeugen, dann können wir weiterreden. Aber bis dahin werden Sie mit mir kommen. Sie wollen mich einsperren? Ja. Ja, da wäre nämlich noch etwas, Monsieur Rougen. Sie sind doch hier Kellermeister, oder? Natürlich. Ich war schon zur Zeit von Denevies Vater. Da können Sie Monsieur Benoit fragen. Ja, eben. Den habe ich schon gefragt. Ich habe ihn gefragt, ob sich 10 Kisten Whisky in nichts auflösen können, ohne dass Sie etwas davon merken. Ausgeschlossen, hat er gemeint. Aber Sie haben nichts bemerkt. Zumindest haben Sie nichts gesagt. Sind Sie selbst entschlossen daraus? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, weil Monsieur Gilbert mich darum gebeten hatte. Was? Ich wollte nicht, dass er Unannehmlichkeiten hat. Schließlich habe ich ihn aufwachsen sehen. Na ja, gut, aber was heißt das, Unannehmlichkeiten? Er hat den Whisky selber heimlich rausgeschmuggelt. Aber warum? Um ihn zu verkaufen. Natürlich ohne Zoll und ohne Steuern zu bezahlen. Das bringt einen ganz hübschen Gewinn. Bilden Sie sich wirklich ein, dass ich Ihnen das abkaufe? Wegen eines relativ kleinen Gewinns riskiert er seine Existenz? Monsieur Denevie brauchte jeden Schein. Wie oft hat er mich selber angepumpt? Ich weiß, man sollte das nicht sagen. Über einen Toten sagt man nichts Schlechtes. Aber Monsieur Gilbert war ein Windhund. Wieso? Hat er gespielt? Und wie? Das war schon krankhaft. Pferderin? Nein, richtig. Roulette und so. Denise Denevie und ihre Kinder, Gaston Lyriec,
Claudine Luriec, Charles Denevy und seine Kinder, Witwe Jacques Romand, die Familien Guillamin, Foucault, Dufresne und Nursu. Ich glaube, ich habe niemanden vergessen. Tante Marcel. Ich bin der Ansicht, dass eine geschiedene Frau, selbst wenn sie meine Schwester ist, nicht mehr zur Familie gehört. Und bitte leg die Zigarette weg. Haben die schmerzliche Pflicht, den tragischen Verlust anzuzeigen, der sie betroffen hat. Gilbert Denevy ist, ja, was könnte man da schreiben? Vielleicht einem Unfall zum Opfer gefallen oder so. Ja, so müsste man es schreiben. Ja? Madame, da ist ein Herr von der Polizei, Kommissar Bernard. Ja, ich bitte um Verzeihung, dass ich so früh am Morgen hier eindringe. Monsieur, würden Sie so freundlich sein? Also, das ist der Kommissar Bernard. Ich hatte euch ja bereits von dem Gespräch gestern Abend berichtet. Meine Töchter Denise, Denevy und Claudine. Mein Beileid, Madame. Dürfte ich Sie ein paar Minuten sprechen? Vielleicht wäre es besser, wenn wir das unter vier Augen erledigen würden. Monsieur, in unserer Familie haben wir keine Geheimnisse voreinander. Gut, dann komme ich direkt zur Sache. Madame, hatte Ihr Gatte in letzter Zeit sehr hohe Spielverluste? Spielverluste? Ja. Ich verstehe nicht. Monsieur Denevy war doch Spieler. Was? Ja, man hat es mir erzählt. Wer? Das ist unwichtig, Madame, wenn es stimmt. Aber ich möchte es wissen. Es gibt also derart gemeine Menschen, die sein Andenken beschmutzen möchten. Aber es stimmt nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Denise, ich glaube, es ist besser, dem Herrn Kommissar die Wahrheit zu sagen. Wir können auf seine Diskretion zählen. Nicht wahr? Selbstverständlich. Ja, es ist leider wahr. Mein Schwiegersohn war ein Spieler. Ich sagte wahr. Denn Gott sei Dank hat er sich davon freigemacht. Und seit einem Jahr... War es zu Ende. Völlig. Das müssen Sie uns glauben. Wenn Sie es mir sagen, Madame. Tja, er war so vorsichtig, dass er abends meistens allein ausging. Er hatte Angst, irgendein Freund könnte ihn verleiten. Und sei es auch nur zu einer harmlosen Bridge-Partie. Er ging sowieso nur selten aus, nicht wahr? Ja, manchmal ins Kino, aber dabei ist ja wohl nichts. Und immer mit Ihnen? Ich gehe nicht gern ins Kino. Aber meine Schwester hat... Ja, Claudine begleitete ihn in diesem Fall. Nicht wahr, Claudine? Ja. Claudine! Hubert, ganz einfach Hubert. Und wie weiter? Monsieur Mireille. Und wer sind Sie? Hallo? Hallo? Was gibt's? Die Lieferanten von Planchon. Oh, Bernard. Ja. Sollen Sie zu Ihnen, Chef? Ja. Ach so, die beiden Burschen da draußen. Sie haben nach Ihnen gefragt. Ach schön. Lassen Sie sie in meinem Büro. Gibt's denn? Ich habe da einen ganz interessanten Anruf gehört. Anonym. Eine Frau. Sie wollte übrigens dich sprechen. So. Mhm. Du sollst heute Abend jemand zu dieser Adresse schicken. Das ist doch das Restaurant von diesem Martial. Was soll denn das? Der Betreffende soll sich als Monsieur Hubert vorstellen und ein Gespräch in die Provinz verlangen. Und zwar unter dieser Nummer. Na ja. Wird ein langer Abend für dich werden. Für mich? Ja, natürlich für dich. Übrigens warst du auf der Bank. Ja. Und? Stimmt. Der Kassierer hat die Einnahmen von denen wie am Freitagabend wirklich nicht abgeholt. Gut. Mensch. Klasse, wa? Wie meine Alte, wenn ich sie nicht durch die Tore gelenkt hätte. Das hier müssen Sie sich ansehen. Lassen Sie sich nicht stören. Machen Sie nur weiter. Das hier ist übrigens die neueste Nummer. Oder gibt es einen anderen Grund für Ihren Besuch bei mir? Nun? Ja, wir sind... Sag du es. Ich höre. Tja, wir wollen keinen weiteren Ärger haben. Reden Sie nur. Wir werden dann schon sehen. Also, was wir gestern Ihrem Kollegen gesagt haben,
war nicht ganz und gar richtig. Aha. Nein. Und um die Wahrheit zu sagen, wir haben vor dem Keller von Denevie gehalten. Und wir haben auch gesehen, wie Rougeant mit den beiden Kerlen in den Wagen gestiegen ist. Ein großer und ein kleiner. Was, Marcel? Ja, und der Wagen war ein 403. Ein grauer 403. Wer hat Sie denn zu mir geschickt, um mir diese Geschichte zu erzählen? Niemand. Sind Sie sicher? Wir haben Sie gesehen, das können wir beschwören. Was, Marcel? Warum haben Sie das denn gestern nicht gesagt? Na ja, wegen dem Chef. Wieso? Der Chef will am liebsten den 24-Stunden-Tag. Arbeiten soll man, aber nicht frühstücken. Das läuft bei uns doch nicht. Wir frühstücken heimlich, wenn er weg ist. Aha. Aber Sie sind dann doch auch noch eine Weile geblieben, nicht wahr? Die Zeit, die man braucht, wenn man in Ruhe frühstücken will. Wie wir weggefahren sind, war es 1 Uhr. Und dann wollten wir noch etwas sagen. Wir haben einen Menschen in den Keller gehen sehen. Was, Marcel? Ja, einen Menschen. Ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Ja, ein Mann. Älter schon. Und mit einem Regenschirm. Ja, das war Monsieur Lyriec, das wissen wir bereits, hat es uns selbst erzählt. Ist sonst noch jemand in den Keller gegangen? Sonst niemand. Das heißt, Sie haben sonst niemand gesehen? Nein. Wir saßen dem Eingang genau gegenüber. Wir mussten jeden sehen, der reingeht. Gut. Sie gehen jetzt nach nebenan zu meinem Kollegen, der wird das alles zu Papier bringen. Und Sie werden Ihre Aussage unterschreiben. Ja. Herr Kommissar, wir kommen doch nicht in die Zeitung. In diese hier bestimmt nicht. Tag, Meister. Chef. Holen Sie mir Rougeant aus dem Loch. Wollen Sie ihn laufen lassen? Wieso, haben Sie was dagegen? Na, nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, ich finde, er hat einen guten Kopf. Naja, zum Köpfen. Warum lässt er ihn dann laufen? Guten Abend. Es wird nicht mehr serviert, Monsieur. Verzeihung, könnte ich vielleicht mal telefonieren? Stadtgespräch oder in die Provinz? In die Provinz. Ihre Nummer? Toulouse. 220891. Ihr Name? Monsieur Hubert. Roger, bringen Sie den Herrn die Telefonzelle. Bitte kommen Sie mit. Eine Sekunde. Mesdames, Messieurs, faites votre jeu. Rien ne va plus. Huit noirs, père et manque. Neu hier? Sie spielen nicht? Ja. Encore un fois. Mesdames, Messieurs, faites votre jeu. Sie sind aber vorsichtig. Ich fange erst an. Rien de plus. 14 Rouge, Père et Marc. Pech gehabt. Geld jetzt an, rasch! Liegen lassen, Polizei! Hände hoch. Na los, wird's bald? Alles in die Ecke. Gesicht zur Wand. Na los! Darf ich bitten? Meine Damen, meine Herren, stehen Sie bequem. Ja, das sind doch keine Verbrecher hier. Höchstens eine kleine Familienfeier, nicht wahr, Monsieur Gaillard? Schau dir mal den Croupier an. Er hat eine Narbe unter dem Auge. So? Kann ich den Croupier mal sehen? Hat er die Sprache verloren? Moment. Der Narr ist abgehauen. Aus dem Fenster. Na schön, dann werden wir ihn zu Hause besuchen.
Monsieur Gaillard wird sich ein Vergnügen daraus machen, uns seinen Namen und seine Adresse zu geben, nicht wahr? Gewiss. Und du bittest die Herrschaften... Sag mal, wie siehst du denn aus? Ja, na ja. Oh, kennt dich kein Mensch. Du bittest die Herrschaften ins Nebenzimmer und stellst die Personalien fest. Ich beschäftige mich so lange mit Monsieur Gaillard. Darf ich bitten, die Herrschaften? Los. Ich protestiere, Monsieur. Sie haben kein Recht, uns hier zu belästigen. Wir belästigen Sie nicht, wir wollen nur Ihre Personalien feststellen. Ich verbitte mir diese Behandlung. Wenn Sie erfahren, wer ich bin, Monsieur, ich habe eine Stellung, in der ich Ihnen sehr schaden kann. Ihre Stellung unterm Tisch war auch nicht ohne. Wie Sie wollen. Oh, kommen Sie ruhig rein. Oh, was für eine Überraschung. Gehen Sie mal zu den anderen. Ich will nicht indiskret sein, aber Sie erlauben mir zu fragen, was Sie hier tun. Sie werden verstehen, dass ich einigermaßen überrascht bin über Ihre Anwesenheit hier. Nun? Wollen Sie mir es nicht sagen? Wie Sie wollen. Aber in diesem Fall habe ich die unangenehme Pflicht, es Ihrer Familie zu erzählen. Darauf legen Sie doch keinen Wert, oder? Sie verschwenden Ihre Zeit damit. Meine Familie weiß Bescheid. Was? Ja, seit Sonnabend. Jungs, ihr seid da? Wie geht's, mein Großer? Guten Tag, Papa. Wer gewinnt denn? Weißt du schon das Neueste? Nein, lass mich raten. Du hast da eins in Latein? Noch besser. Noch besser? Hat es dir Mama nicht gesagt? Nein. Wir gehen nicht mehr ins Internat zurück. Ah. Wir bleiben jetzt immer zu Hause. Schick, was? Gilbert, kommst du bitte herein? Philipp, Erik spielt weiter. Haben es dir die Kinder gesagt? Ja, allerdings. Das Internat schickt sie uns ganz einfach zurück. Was haben Sie denn ausgefressen? Sie gar nichts. Aber du hast seit 3 Monaten das Schulgeld nicht bezahlt. Ich? Das behauptet jedenfalls der Direktor in dem Brief, den Sie mitgebracht haben. Aber ich dachte doch... Warum hast du nicht gezahlt? Ich hab's vergessen, ehrlich. Gilbert, sieh mich an. Du hast wieder angefangen, nicht wahr? Du hast wieder angefangen zu spielen? Oh mein Gott, mein Gott. Oh, mir bleibt aber auch nichts erspart. Gilbert, wie konntest du nur? Es werden unsere Kinder nicht... Du hast ja recht. Zu Recht. Aber jetzt ist Schluss. Endgültig, ich schwör's dir. Nein, ich kann dir nicht mehr glauben. Ich war so überzeugt, dass du aufgehört hast und du hast doch wieder angefangen. Wann? Ist doch gleichgültig. Ich will das wissen. Wenn ich abends ausging. Mit Claudine? Ja. Während sie im Kino war, wir trafen uns dann am Ausgang. Warum lügst du, Gilbert? Ich habe ihn immer begleitet. Was? Was willst du damit sagen? Die Wahrheit. Nicht wahr, Gilbert? Aber das ist doch nicht wahr. Ihr beide? Du hattest mir doch selbst gesagt, ich soll ihn nicht verlassen. Was ist denn mein Zuhause? Nichts! Ich habe nicht einmal meine Kinder. Die sind im Internat eingesperrt, weil dein Vater es so beschlossen hat. Weil in deines Vaters Familie die Jungs immer ins Internat geschickt werden. Was bleibt mir also das Dienstmädchen? Das ist schlechter Stil. Und du, ausgerechnet du, einzig und allein du, mit deinem Strickzeug, deiner Moral, deinen Wehwehchen, sieh dich doch an, guck in den Spiegel. Du riechst nach Langeweile. Hör auf! Hat der Vater das erfährt? Bitte, worauf wartest du noch? Sag ihm doch Bescheid, ruf ihn doch an. Ein bisschen Glück und er kriegt einen Herzanfall. Claudie! Ja. Ja, es ist gut, wenn er kommt. Wieder Ordnung in dieses Haus bringt. Entschuldigung. Also, auf diesen Anruf sind Sie sofort zu Ihren Kindern gegangen. Höchst lebendig, Gott sei Dank. Ja, Claudine ist ein bisschen exaltiert. Man muss nicht alles, was sie sagt, auf die Goldwaage legen. Ja, Tatsache bleibt aber, dass Ihr Schwiegersohn wieder angefangen hat zu spielen. Ja, was mich leider dazu gebracht hat, einen peinlichen Entschluss zu fassen. Peinlich, aber unerlässlich.
Welchen? Da eine Scheidung nicht in Betracht kommt, bietet das Gesetz kaum eine andere Möglichkeit, als ihn gerichtlich überwachen zu lassen. Das heißt also, ihm die Verfügungsgewalt über sein Vermögen zu entziehen. Ja, er riskierte die Existenz seiner Familie. Aber wir hätten den Antrag bestimmt durchbekommen. Jedenfalls hat mir das mein Anwalt versichert. Ach so. Ach, und das wollten Sie Ihrem Schwiegersohn sagen. Und als Sie kamen, da war er bereits tot. Er ist also gestorben, ohne zu wissen, was ihn erwartete. Oh nein, er wusste Bescheid. Und das eine kann ich sagen, er hat unseren Entschluss respektiert, freiwillig. Aber warum haben Sie mir das alles nicht schon gestern gesagt? Das wäre doch sehr viel einfacher gewesen. Ja, gestern sah ich noch keine Notwendigkeit dazu. Und verstehen Sie doch, wir möchten, dass man vergisst, schnell vergisst. Ja, das wär's wohl. Sie sind dran. Sie werden sich jetzt diese vier Männer ansehen und mir sagen, ob Sie in der Gruppe den wiederfinden, der am Montag Monsieur Beaujean mit ins Auto genommen hat. Umdrehen. Die Nummer zwei. Sind Sie sicher? Ja. Ich danke Ihnen. Monsieur Rougeant? Monsieur Rougeant? Ja. Kommen Sie, bitte. Das ist er. Der Kleinere. Sie sehen, ich habe mich nicht geirrt. Genau unter dem linken Auge sitzt die Narbe. Na, drei von dreien, das genügt doch nicht. Schönen Dank, meine Herren, Sie können gehen. Und du kommst mit zur Beichte. Drecksack. Wie bitte? Nein, nein, ich meine nicht Sie, ich meine den da. So ein Dreckskerl. Ich hoffe, er erlebt bei Ihnen eine böse Viertelstunde. Schließlich war das für mich auch kein Honigschlecken. Und wenn Sie einen brauchen, der... Ja, ja, dann rufe ich Sie. Sie können gehen, meine Herren. Tja, das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe Ihnen die Leine von meinem Hund mitgebracht. Was? Ja, ich habe ihn heute vom Tierarzt abgeholt, das arme Vieh. Stellen Sie sich vor, das Fädchen ist gebrochen. Oh, das tut mir leid. Also, scheinbar hat er die Leine am Halsband, als er vom Auto überfahren wurde. Moment. Als Sie in den Wagen geschleppt worden sind, davor haben Sie Ihren Hund unten im Büro eingesperrt. Und da hat er die Leine nicht um, das haben Sie selbst gesagt. Vielleicht hat ihn der Mörder danach damit angebunden. Und deswegen bringe ich die Leine. Vielleicht sind da noch Fingerabdrücke drauf. Auf der Leine wird nicht mehr viel zu sehen sein. Aber wir werden es versuchen. Entschuldigen Sie. Ich wollte Ihnen doch nur helfen. Ja, ja, schon gut. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ist das in Paris? Ja, im 14. Bezirk. Da, du kannst Nummer zwei abholen. Ich werde gerade beim Essen sein. Wie unhöflich. Ich mag nicht gerne alleine essen. Und noch viel weniger allein bezahlen. Aber diesmal musst du bezahlen. Wieso? Ich habe nichts gemacht. Ah, findest du? Ein Raubüberfall, weiter nichts. Es war kein Raubüberfall. Was denn? Es war eine Schuldeneintreibung. Was? Dieser Kerl da, dieser Denvi, war Monsieur Martial schon lange ein ganz hübsches Sümmchen schuldig. Spielschulden, Ehrenschulden, mit sowas macht man keine Witze. Letzte Woche also hatte Monsieur Martial endgültig die Schnauze voll. Nee, nee, mein Lieber, ich habe die Nase voll. Sie haben mich übers Ohr gehauen. Und ich habe mich für dumm verkaufen lassen. Aber ich bin kein Wohltätigkeitsverein. Jetzt will ich mein Geld. Sie kriegen Ihr Geld.
Bestehen. Lassen Sie mir nur noch etwas Zeit, bis ich wieder flüssig bin. Das Lied kenne ich in- und auswendig. Wo soll ich denn so plötzlich 25.000 hernehmen? Von heute auf morgen. Das ist deine Sache. Jedenfalls will ich das Geld. Bis morgen Vormittag. Und wenn ich mich weigere? Das würde ich lieber nicht versuchen. Jedenfalls ist jetzt Schluss mit den Roulette-Spielen im Hinterzimmer. Jetzt kannst du, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Mit deinen Gören. Verstanden? Ich will es versuchen. Aber lassen Sie mir bitte noch ein bisschen Zeit. Kommt nicht in Frage. Geben Sie ihm noch einen kleinen Aufschub. Mit deiner hübschen Augen. Martial, wo hast du die Wohnungsschlüssel hingelegt? Liegen an der Bar. Nun, wie ist es? Nein, nichts zu machen. Sie können mich doch nicht einfach fallen lassen. Hören Sie, vielleicht gibt es doch eine Lösung. Nur, Sie müssen mir dabei helfen. Sie müssen mir helfen, sonst kommen Sie nie an Ihr Geld. Ich höre. Also, in meinem Geldschrank im Büro in der Kellerei liegen Ende der Woche immer so um 50.000 Francs. Na herrlich, da ist doch das Geld. Ja, aber ich kann darüber nicht verfügen. Ich habe einen Teil, aber außerdem noch einen Buchhalter. Da habe ich mir gedacht, man könnte vielleicht einen Einbruch vortäuschen. Das ist dein Bier. Aber der Einbruch müsste wirklich stattfinden. Wieso? Ja, verzeugen. Damit ich gedeckt bin. Ach, und du denkst, dass ich das Geld stehle? Das mir gehört? Zu ehrlich. Natürlich nicht Sie selber, aber Sie kennen vielleicht jemanden. Bei Ihren Beziehungen? Da sagt ihr mal, seid ihr beide verrückt? Glaubt ihr, dass ihr Leute findet, die das Kittchen riskieren, nur um euch aus der Patsche zu helfen? Sie sollen es ja nicht umsonst machen. Ach. Und Sie kriegen endlich Ihr Geld. Wirklich so viel zu holen? Ich werde es so einrichten, dass 50.000 im Geldschrank sind. Die 25.000, die ich Ihnen schulde, 5 für mich, damit ich weiterspielen kann, den Rest behalten Sie. Das lohnt doch wohl die Mühe. Nein. Das Risiko ist zu groß. Es bleibt dabei, was ich gesagt habe. Wenn Sie Zucker, ja. Ich habe Ihnen ein faires Angebot gemacht. Mehr kann ich nicht tun. Wenn Sie jetzt nicht akzeptieren. Was dann? Dann lasse ich Ihren Laden hier hochgehen. So? Jawohl. Ich benachrichtige die Polizei. Das wirst du lieber nicht tun. Aber ich tue es. Ich glaube auch nicht, dass das eine gute Lösung ist, Gilbert. Martial, wo hast du sie hingelegt? Ich habe dir doch gesagt, sie liegen an der Bar. Ich finde sie nicht. Aus welchem Grund Sie sich auch dafür entschieden haben, eins ist sicher. Sie haben das Ding gedreht. Mir soll noch einmal einer kommen und sagen, ich soll ihm einen Gefallen tun. Ja. Nun zu den Aussagen Ihrer beiden Komplizen, den Herren Gimont und... Wie heißt du noch gerade? Hast du deinen Namen vergessen? Thomas. Die Einzelheiten des Raubüberfalls kann ich mir schenken. Sie entsprechen so ziemlich den Tatsachen, aber... Da ist noch eine Kleinigkeit, die nicht stimmt. Nach dem, was Sie ausgesagt haben, hatten Sie beschlossen, Rougeant und Denevie zu fesseln und zu knebeln. Bei Denevie haben Sie das auch getan. Ja, mit dem Taschentuch. Aber warum haben Sie Rougeant verschleppt? Damit gingen Sie doch ein zusätzliches Risiko ein. Je länger er bei ihm blieb, desto größer war auch die Wahrscheinlichkeit, dass er Sie wiedererkannte, oder? Monsieur Martial hat im letzten Moment seine Ansicht geändert. Warum? Ich hatte Angst, wenn es zwei sind, dass sie sich befreien. Und zu früh die Polizei verständigen. So? Na, ich habe dafür vielleicht eine andere Erklärung. Kommen Sie mal mit. Darf ich fragen, was Sie jetzt mit mir vorhaben, Herr Kommissar? Ach, wissen Sie, Monsieur Gaillard, Sie haben einen so guten Eindruck auf mich gemacht, dass ich gerne mal feststellen möchte, ob wir nicht schon Ihr Foto und Ihre Fingerabdrücke haben. Und sollte dies nicht der Fall sein,
so möchte ich Sie meinen Kollegen vom Erkennungsdienst nicht länger vorenthalten. Bitte. Jetzt gehen Sie ein bisschen zu weit, denke ich. Ich will Ihnen sagen, was ich denke. Sie wollten den Evie für sich allein haben, um ihn umzulegen. Was? Ja, ein doppelter Vorteil. Sie behalten das ganze Geld für sich und Sie werden einen unsicheren Kunden los, der Sie jeden Tag bei der Polizei anzeigen kann. Das ist doch Wahnsinn. Ich will Ihnen auch sagen, wann Sie es getan haben. Um 12:45, als Sie in die Weinhalle kamen. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich wollte meine Frau abhängen. Das war gelogen. Sie wussten ja gar nicht, dass Ihre Frau hinter Ihnen näher war. Lächerlich. Sie haben es erst zusammen mit mir erfahren. Ich hab's natürlich gewusst. Soll ich Sie Ihnen gegenüberstellen? Dieses Miststück. So, nun erst mal ein paar schöne Bilderchen machen. Komm, mach keinen Putz. So, und jetzt will ich was von Ihnen hören. Und wenn Ihnen meine Version nicht passt, dann erzählen Sie mir eine andere. Gut. Ich sag die Wahrheit. Ich war da. Aber nur um nachzusehen, ob alles planmäßig verlief. Aber als ich kam, stand da ein LKW. Genau vor dem Eingang zur Kellerei. Und zwei Kerle saßen da und aßen. Da bin ich einfach weitergefahren. Ich habe nicht einmal angehalten. Vielleicht sind Sie später wiedergekommen. Oder Sie sind durch die Hintertür gegangen. Was für eine Hintertür? Nur die Tür zum unterirdischen Gang. Ihre Komplizen haben Sie doch geöffnet, bevor Sie abfuhren. Ich weiß ja gar nicht, dass es noch eine andere Tür gibt. Und wer beweist mir das? Ich merke schon. Sie wollen mir nicht glauben. Ich soll wohl den Prügelknaben für die Polizei abgeben. Aber da mache ich nicht mit. Verstehen Sie? Der Überfall meinetwegen. Aber der Mord. Mit dem Mord habe ich überhaupt nichts zu tun. Und wenn Sie es genau wissen wollen. Das hat eine Frau gemacht. Und ich weiß auch welche. Was wissen Sie? Packen Sie aus. Die Kleine hat mir's erzählt. Die Familie wollte Denneby entmündigen lassen. Und damit es schneller ging, sollte er ein Papier unterschreiben. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, aus tiefer und ehrlicher Überzeugung, dass meine verhängnisvolle Spielleidenschaft meiner Familie immer wieder neues Unglück bringt, wende ich mich heute mit der Bitte an Sie, meinem Gesuch um Entmündigung stattzugeben. Ich sehe darin die einzige Möglichkeit, meine Familie und damit mich selbst vor neuem Unheil zu bewahren. Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung. So ist richtig, unterschreib. Unterschreib nicht, Gilbert. Was heißt das? Was willst du? Das heißt, dass Gilbert und ich zusammen fortziehen werden. Irgendwohin in die Provinz. Und ein neues Leben anfangen. Claudine, du bist verrückt geworden. Gilbert, sag auf der Stelle, dass das alles nicht stimmt. Claudine, so kannst du es doch auch nicht sagen. Ich meine, wir sollten Papa das alles... Du meinst, wir sollten es ihm schon dabei bringen. Dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Sie wollen dich entmündigen und das darfst du nicht zulassen. Claudine, ich verbiete dir, so zu sprechen. Lass sie, Vater. Ich weiß das alles schon seit langem. Aber wenn meine liebe Schwester glaubt, dass ich in eine Scheidung einwillige, dann täuscht sie sich. Du weißt doch, Vater, Claudine ist nicht ganz normal. Sie ist verrückt. Ich werde Gilbert nie freigeben. Vater, willst du diesem unwürdigen Schauspiel nicht ein Ende bereiten? Ja, Denise, das will ich. Und du, Gilbert, wirst jetzt und hier erklären, dass, was auch immer zwischen dir und Claudine bestanden hat, ein für alle Mal zu Ende ist. Und dass du an der Seite deiner Frau Denise ein Leben führen wirst, wie es sich für einen Mann gehört, der eine Lyriek geheiratet hat. Das wirst du mir jetzt erklären. Lasst mir 24 Stunden Zeit. Nein. Du hattest genügend Zeit, dir über deine Situation klar zu werden. Lass dich nicht erpressen, Gilbert. Komm mit. Vater! Denise, versteht doch, ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Ist das dein letztes Wort? Denise, du... Ja, ist schon gut. Jetzt weiß ich jedenfalls, was ich zu tun habe. Nein, so dürfen Sie die Worte meiner Schwester nicht auslegen. Immerhin, sie hat gesagt, ich weiß, was ich zu tun habe. Das ist doch eine massive Drohung, oder? Ich glaube, sie hat damit nur angedeutet, dass sie die Scheidung einreichen wollte. Madame de Neuville und Scheidung? Wenigstens eine Trennung, getrennte Wohnung oder was weiß ich. Tja, sie sind sich nicht sicher. Und wenn ich Ihnen jetzt noch vorhalte, dass Ihre Schwester kein Alibi hat, dann werden Sie verstehen, dass wir einigermaßen misstrauisch sind, nicht? Bernard? Ja?
Ich habe da eine Entdeckung gemacht. Und von dieser Entdeckung bis zur Aufklärung des Falles ist es nicht mehr sehr weit. Komm mal mit. Warum hast du das erzählt? Wieso? Hat ihn doch interessiert. Wie konnte ich nur so blöd sein, einem Kerl wie dir das alles zu erzählen? Du Miststück. Ausgerechnet du musst das sagen. Du hast mich doch in den ganzen Schlamassel hineingezogen. Aber damit ist jetzt Schluss, verstehst du? Rette sich, wer kann. Ich werde gefragt und ich antworte. Und ich tue es, um meinen Kopf zu retten. Meinen! Kapiert? Ich hätte auch was zu erzählen. So. Und das wäre? Was du mir gestern Abend gesagt hast. Was habe ich denn gesagt? Jetzt, wo er tot ist, gehört das Geld uns. Na und? Wem soll das sonst gehen? Was ist das? Chateauneuf du Pape, 64. Nein, nein, ich meine das hier. Rougeon Emile. Das sind Ihre Fingerabdrücke. Und das hier sind die letzten Fingerabdrücke auf dem Schirm von Monsieur Lyrieck. Sie können sie vergleichen, das sind dieselben. Nur Monsieur Rougeon, was sagen Sie jetzt? Ich muss ihn angefasst haben. Ja, das scheint mir allerdings auch so. Aber sehen Sie, Monsieur Lyrieck hatte den Schirm hier am Tage des Mordes vergessen, und zwar gegen 12:30, also nach Ihrer Abfahrt. Und als Sie mit der Polizei zurückkamen, haben Sie den Schirm nicht berührt. Der Polizist hier bestätigt das ausdrücklich, nicht wahr? Jawohl, der Schirm lag auf dem Schreibpult im Büro. Der Herr hat mich übrigens erst darauf aufmerksam gemacht und hinzugefügt, dass der Schirm noch nicht da war, als er fortging. Er sagte, dafür lasse ich mich köpfen. Daran erinnere ich mich genau. Und dann hat er die Hand ausgestreckt, um den Schirm anzufassen, aber ich konnte ihn rechtzeitig daran hindern, sodass er ihn nicht berührt hat. Ich bestätige also, er hat den Schirm nicht berührt. Danke, Herr Wachtmeister. Ich danke Ihnen. Nun also, ich höre. Seit 2 Tagen sage ich dauernd die Wahrheit und keiner glaubt mir. Auch diesmal werden Sie mir nicht glauben. Nun fangen Sie schon an. Also die Gangster haben mich wohl freigelassen, aber früher, als ich Ihnen gesagt habe... Ja, das glaube ich Ihnen gern. Es war etwa 1 Uhr, da bin ich zurückgekommen, um Monsieur Gilbert zu befreien. Ich dachte, er müsste ersticken. Deshalb habe ich ihm den Knebel abgenommen. Und dabei merkte ich, dass er nicht mehr atmete. Und da wollte ich vom Büro aus die Polizei anrufen. Und da muss ich den Schirm berührt haben. Aber Sie haben nicht angerufen. Warum nicht? Nein, diese ganze Geschichte, die war auch so unwahrscheinlich. Und da habe ich mir gesagt, es glaubt dir doch keiner. Und es ist besser, wenn du nicht allein die Leiche findest. Und da bin ich in Bois de Vincennes zurückgelaufen. Sie meinen, dass wir Ihnen diese Geschichte glauben sollen? Herr Kommissar? Ja? Sie werden am Telefon verlangt. Ja, ja, ich weiß, er steht da wieder einer oben. Nun? Es ist die reine Wahrheit. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Die Tür zum unterirdischen Gang. Ja, ich bin dort rausgegangen, damit mich niemand sieht. An dem Tage wusste ich nicht, wo mir der Kopf stand, nach dem, was passiert war. Und seit dem Tag vorher war ich ganz verdreht. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Wieso? Am Sonntag habe ich Monsieur Venon einen Besuch gemacht. Und wissen Sie, was er mir erzählt hat? Das hat mich völlig fertig gemacht. Was hat er Ihnen denn erzählt? Das klingt auch schon wieder so unwahrscheinlich. Er hat mir erzählt, dass Monsieur Gilbert ihn angerufen hat, wegen der Geschichte mit dem Whisky. Und wissen Sie, was er ihm gesagt hat? Ja, dass er Sie im Verdacht hatte. Was? Das haben Sie gewusst? Ja. Können Sie sich vorstellen, wie fertig ich da war? Und ob ich mir das vorstellen kann. Da ist ein Mann, dem Sie blind vertrauen. Nicht nur Ihr Chef, sondern fast ein Freund. Ein Mann, den Sie von Kindheit an kennen und den Sie oft gedeckt haben, weil er Unfug gemacht hat. Und was tut er zum Dank? Er versucht, sich auf Ihre Kosten reinzuwaschen. Oh, ich verstehe Sie sehr gut. Sie hatten allen Grund, auf ihn sauer zu sein. Nein, nein, das will ich damit nicht sagen. Sie vielleicht nicht, aber ich sage es. Ja,
Ja, natürlich bin ich dran. Wer soll es denn sonst sein? 1-0 für mich. Mach deine Ohren auf und hör gut zu. Der Bericht vom Labor besagt, dass... Also kurz und gut. Den Rie ist mit der Leine erdrosselt worden. Jawohl, mit der Leine von Rougeants Hund. Schrei mich nicht so an. Rougeant! Wo sind Sie? Rougeant! Halt still! Ich weiß nicht. Ja, natürlich. Das ist doch alles ganz klar. Wie schön, dass für unseren unvergessenen Günter Neutz alias Kommissar Bernard alles klar ist. Ich glaube, hier bei unseren Gästen ist noch ein bisschen Nachdenklichkeit. Geben wir den Damen den Vortritt? Vielleicht auch bei den Mördern. Also. Ja, zum Beispiel, was würden Sie sagen? Einfach mal so vom Gefühl her, Damen gehen ja doch nicht immer den logischsten Weg. Ja, auch die haben auch nicht so ganz logische Rollen in dem Stück. Zum Beispiel die Ehefrau des Gastwirts, die ja bisweilen sehr hysterisch reagiert und sehr aufgeregt reagiert. Ja. Und deren Motiv, ihren Mann zu verfolgen, ja nicht so ganz klar ist. Ja, aber wie kommt die nun dazu, diesen guten Klaus Löwitsch, damals ja schon, der Film ist ja schon etwas älteren Datums, was aber doch, wie ich finde, dem Buch wenig getan hat. Also er war damals schon ein Bösewicht, ohne Frage. Warum sollte diese Dame ihn nun umbringen? Ja, das überlege ich mir auch gerade. So, zumindest das Motiv nach außen hin könnte höchstens sehr weiblich. Ich finde es sehr weiblich, dass Sie sagen, einfach vom Gefühl her. Mir kommt eine ganz andere Idee. Warum eigentlich hier nicht doch Rougeant? Ich weiß nicht. Also ich habe auch keine Ahnung. Ich bin hier lediglich der vermittelnde Dritte im Bunde. Uli. Also ich denke, es müsste eine der drei verdächtigen Frauen gewesen sein. Ich nehme mal Rougeant aus, ich nehme den Schwiegervater aus, bleiben übrig die beiden Schwestern, die jeweils in ihrer Beziehung stehen zu dem Toten und eben die Wirtin. Denn es ist ja eigentlich zwei Dinge sind für mich nicht geklärt. Wo bleiben die 10 Kisten Whisky? Mhm. Die können natürlich in einer Kneipe bleiben. Mhm. Und warum hat die Frau des Wirts den Hund überfahren? Mhm. Also insofern wäre die einfache Lösung, es ist die Ehefrau gewesen, aber die ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Also nähere ich mich dem, was Birgit sagt. Aha. Die Wirtin steht unter starkem Verdacht. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, warum sie es gemacht haben sollte, denn das Motiv fehlt mir noch. Ja. Schön war, wie Sie das eben gesagt haben, stehen unter starkem Verdacht. Jetzt wartet man darauf, dass Sie sagen, das Wetter. Das Wetter war ja in Paris ausgezeichnet, wie wir gesehen haben, aber... Wege scheinen mir etwas regenfeucht zu sein. Vor allen Dingen, man merkt natürlich, Uli, wenn Sie raten formulieren, dass Sie eben ein ausgefuchster Kenner von Kriminalromanen sind und Chandler. Ich glaube, wenn ich mal einen kleinen Tipp geben darf, warum in die Ferne schweifen, also mal übersetzt, warum so kompliziert? Es ist natürlich vieles, und das machen die Franzosen, ich mache noch einmal eine Verbeugung vor den französischen Kollegen, vor den Autoren, die haben natürlich viele blaue Heringe hier reingelegt, Fehlspuren, teilweise bis in den Rand der fast verbotenen Bösartigkeit. Also dann war es der Schwiegervater. Das ist mal ein Wort zum Sonntag. denn morgen ist Sonntag Ja, vielleicht war es ja auch gar nicht. Also ich würde mich auf den Schwiegervater nicht festlegen. Also mit den drei vielleicht Damen finde ich es interessant. Vielleicht hat der Schwiegervater die Ehefrau mitgebracht. Und die war das Mordinstrument. Wie durfte es dann erledigen? Lassen morgen. Auch was Schönes. Uli, Sie sind ja nun lange in Paris gewesen. Sie kennen diese Atmosphäre. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch aus dieser Ecke Ihr erster Tipp, und der steht ja noch im Raum, die Damen waren, weil ja
Die Französin, die Pariserin, hat ja in jeder Beziehung eine sehr eine Rolle, die nicht unbedingt hier in unseren Landen. Ja, und da kommen wir natürlich auf die interessante Doppelrolle, die Claudine spielt, die Schwester. Ja, richtig. Die hat ja wohl ein Verhältnis mit diesen beiden. Ja, sicher, davon gehe ich bei dieser Wirt wie auch mit dem Ehemann. Ja. Aber dann wäre es eher logisch gewesen, man hätte sie umgebracht von irgendeiner Seite. Also ich darf noch mal so eine Zwischenbilanz ziehen. Birgit Schanzen rund um den Michel, Uli Wickert, Anchorman der Tagesthemen, haben also ihre ersten Festlegungen getroffen. Das sieht also immer noch so aus, wenn ich das zusammenfassend wiederholen darf. Eine der Damen. Eine der Damen. Ja, wobei ich schon sage, auch damit die Polizei nicht mit allzu vielen Autos vorfahren muss, sondern sich auf eine und eine bestimmte Person festlegen kann, auf welche einfach. Wollen wir es an den Knöpfen oder? Also ich würde dann doch wirklich zur Wirtsfrau tendieren. Die Wirtsfrau. Corinna Rahls, die Schauspielerin, die Wirtsfrau ist es gewesen. Ja, also verdächtig genug ist sie auf jeden Fall. Und wenn es auch stimmt, dass ein jeder Jüngling zum Küchenpersonal einen besonderen Hang hat, kann man natürlich auch umgekehrt sagen, das Küchenpersonal hat umgekehrt zu den Herren der Schöpfung eine besondere Beziehung, also aus der Ecke könnte es kommen. Uli, Sie bleiben bei? Also ich schwanke natürlich zwischen der Ehefrau, ja, ich weiß nicht, was Claudine eigentlich noch an dem Hals hat, aber ich gehe dann auch mal ganz mutig den Weg hinter ihr her zur Wirtin. Frau Wirtin, diesmal nicht von der Lahn, sondern aus Paris, ist es also die, wenn unsere beiden Gäste recht haben, dieses Wochenende, was sie zu Hause, wie ich hoffe, verbringen, in Friede, Freude, Frohsinn, hinter Gittern sitzen wird. Wollen wir uns doch mal angucken, ob Ihr Tipp stimmt. Bitte, Monsieur Bernard oder Günther Stoll, zeigt uns, wer es denn wirklich war. Aber natürlich bin ich einverstanden. Ja, ja, bis gleich. Ich hoffe, Sie haben den Schuldigen auch gefunden. Kommissar Bernard kommt gleich. Er wird Ihnen dann die Schlusserläuterungen selbst geben. Nein. Das überlässt er niemanden sonst. Nur um denen ein bisschen zu helfen, die noch nicht ganz sicher sind, hat er mich gebeten, Ihnen noch einmal eine Zeugenaussage vorzulesen. Sie erinnern sich. Es ist die Aussage des Wachmannes aus der Weinhalle. Ja, also, gesehen habe ich ihn erst an der Place Jussieu. Ein Hund hat der Kerl überfahren. So einen kleinen Cockerspaniel. So wie der Wagen gestanden hat, kam er von hier. Sehen Sie da drüben? Genau an der Ecke, an der Place Jussieu. Da parkte ein Simca und den hat der Wagen von hinten gestammt. Nicht weiter schlimm. Nur der eine Kotflügel hatte eine leichte Beule. Tja, Monsieur, das war's. Saßen mehrere Leute drin? Also, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich konnte nur mit Mühe und Not gerade noch die Nummer erkennen. Der Kerl ist nämlich abgebraust wie der Teufel. Und der Cocker ist wahrscheinlich ausgerissen. Er hatte ja noch seine Leine um den Hals. Ich habe ihn dann zum Tierarzt gebracht. Ja, ich konnte ihn doch nicht so einfach auf der Straße liegen lassen. Um welche Uhrzeit ist das passiert? Um 12:45. Moment, ich habe jetzt eine Verabredung. Moment mal, was haben Sie gesagt? Wann ist das passiert? 12:45. Nicht früher? Wenn ich sage 12:45, dann meine ich auch 12:45. Übrigens waren ja auch noch andere Leute da. Vielleicht fragen Sie die mal. Also, um 12:45 verließen Hund und Leine den Weinkeller und kehrten nicht zurück. Sie sehen, dass diese Zeugenaussage von dem Moment an wichtig wird, wo wir wissen, dass Denevie mit dieser Leine erdrosselt wurde. Es ist also klar, dass der Mord nur vor 12:45 geschehen sein kann.
Und da wir wissen, dass Denevi um 12.20 Uhr noch am Leben war, als Rougeant mit den Gangstern abfuhr, steht fest, dass die Mordzeit zwischen 12.20 Uhr und 12.45 Uhr liegen muss. Zu diesem Zeitpunkt aber war die berühmte Hintertür noch geschlossen, da Rougeant sie ja erst geöffnet hat. Und das hat er getan, nachdem er befreit war, also nach 13 Uhr. Also konnte der Mörder in der Zeit, die uns interessiert, nur durch den Haupteingang in den Weinkeller gelangen. Und wenn Sie sich erinnern, ach, gib doch mal die Zeugenaussage der beiden Lieferanten von Planchon her. Die zweite? Ja, die richtige. Erinnern Sie sich, was die uns gesagt haben? Und dann wollten wir auch noch was sagen. Wir haben einen Menschen in den Keller gehen sehen. Was, Marcel? Ja, ein Mensch. Ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Ja, ein Mann. Älter schon und... Mit einem Regenschirm. Ja, das war Monsieur Lyriec, das wissen wir bereits. Er hat es uns selbst erzählt. Ist sonst noch jemand in den Keller gegangen? Sonst niemand. Das heißt, Sie haben sonst niemand gesehen? Nein. Wir saßen dem Eingang genau gegenüber. Wir mussten jeden sehen, der reingeht. Stimmt. Ja, und zwischen 12.20 Uhr... und 13 Uhr ist nur eine einzige Person gekommen. Monsieur Lyriec. Das hat er übrigens gar nicht geleugnet. Was er vergessen hatte, uns zu sagen, war ganz einfach, dass er der Mörder war. Ich bin bereit, Monsieur. Na schön, gehen wir. Denise, möchtest du mir nicht auf Wiedersehen sagen? Das ist nicht so richtig. Ich hatte nichts anderes erwartet. Begreifst du denn nicht? Ich habe ihn geliebt. Vielleicht wirst du mich später einmal verstehen. Du und deine Kinder. Er hat nur Schande über die Familie gebracht. Und niemals wäre er in der Lage gewesen, deine Kinder zu erziehen. Richtig zu erziehen. Aber begreifst du denn nicht, Denise? Es war meine Pflicht, euer Glück zu retten. Ich weiß, ich werde es teuer bezahlen müssen. Aber mein Gewissen ist rein. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und jetzt überantworte ich mich der menschlichen Gerechtigkeit. Sofern sie existiert, Monsieur. Ja, solche Leute gibt es. Sie finden für ihre Taten immer eine Erklärung und haben dabei noch ein reines Gewissen, wie Monsieur Lyriec. Gilbert ist tot, die Familienehre gerettet. So jedenfalls saß Monsieur Lyriec. Und das Schlimmste ist, er sieht es heute noch genauso. Ich wünsche Ihnen nicht, dass Ihnen solche Menschen auf Ihrem Lebensweg begegnen, denn das sind die allergefährlichsten. Guten Abend. Ja, meine Damen und Herren. Ich hoffe nur, dass es bei Ihnen zu Hause jetzt nicht den großen Salam-Damen-Krach gibt. Also, unsere beiden Gäste haben ja auch nicht unbedingt den richtigen Täter ermittelt, aber mir hat Ihre Lösung fabelhaft gefallen. Also, wenn ich den Film nochmal drehen könnte, würde ich doch sehr ernsthaft in Betracht ziehen. Ja, ich bin schwer enttäuscht. Die Damen zu einem Mörder-Trio mache. Nee, ich muss einfach zugestehen, mit solchen Ehrenmännern habe ich nicht mehr gerechnet. Vielleicht ist das eine Zeitfrage. Das wollte ich gerade fragen. Mir war das zu einfach, der Schwiegervater. Ja, das war zu einfach. Das ist eben wirklich, auch gerade bei den Franzosen, Sie sind da ja profunder Kenner. Mich erinnert es ja sehr an die britische Heismis, diese Strickart. Ja. Es fängt ja ganz harmlos an. Beispielsweise auch diese 10 Flaschen Whisky sind ja schmückendes Beiwerk. Aber das ist bei Hitchcock ja auch immer so. Ja. Wo sind die geblieben? Weiß der Teufel. Vielleicht nach der Sendung werden wir sie suchen zusammen. Aber, trinken ist viel besser. Aber zur Sache selbst.
Das hat mir bei der Highsmiths auch immer so gefallen, dass ein Stein hochgehoben wird in einem gepflegten Garten, eine Steinplatte. Man ahnt nichts Böses, es wimmelt von Lurchen und von Magen. Das haben sie natürlich bei Ross MacDonald auch. Ich meine, das ist ja furchtbar, was da für menschliche, furchtbar schön, aber was für schreckliche Schicksale es da gibt. Und das ist hier ja auch. Deshalb war ja ihr Tipp nur zu verständlich. Also plötzlich ist es diese arme Gastwirtin. Dann ist es diese verruchte kleine Schwester, die dann ohne Frage so als Wanderpreis der Familie behandelt wird. Also ich glaube, ihre erste Auswahl an Tätern wird sehr, sehr viele Anhänger gefunden haben zu Hause. Aber bitte, meine Damen und Herren, so ist das nun mal, solange Menschen zu Gericht sitzen, Menschen ermitteln über Schuld oder Nichtschuld, muss man das dann anerkennen. In eine Berufung können wir bei dieser Sendung nicht gehen. Nicht der Gärtner, sondern der Schwiegervater war der Mörder. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Viel, viel Erfolg vor der Kamera. Uli, das Gleiche für Sie. Danke. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und für Sie ein wunderschönes, streitfreies Wochenende. Bis zum nächsten Mal im Täter auf der Spur. Thank you.